nachdem wir mit dem Masters 25 Set Booster, Booster, so viel Glück hatten, probiere ich jetzt mal unseren ultimativen Glück. Unser ultimatives Glück. So. Mit Ultimate Masters. Ultimate Masters, das Set, was dafür bekannt war, dass es super coole Boxtopper hatte und so weiter und so fort. Aber die Booster sind halt mittelmäßig. Da kann halt auch geiler Stuff drin sein. Ist halt auch noch nicht so alt, 2018. So, gucken wir mal, was wir hier drin haben. Ich weiß nicht mehr, wie rum die waren. Ich sehe ein Token. Ich sehe eine Foil. Also gehe ich mal davon aus. Das ist eine Common. Okay, müssen wir so machen. Soulfire. 3 Mana fügt eine Target Creature. Ah. Wow. 3 Mana Instant. Eine Kreatur fügt sich selber so viel Schaden zu, wie sie. Nee, fügt. Was? Oh mein Gott, ich bin voll nicht da. Eine Kreatur fügt so viel Schaden zu einem. Irgendeinem Target, wie sie angestellt hat. Das ist ein Fling. Das ist ein fucking Fling, nur dass man die Kreatur nicht opfern muss. Hä? Ja, egal. Gehen wir weiter. Ronoman Unicorn, 2 Mana, 2-2. Ihr könnt es opfern, um eine Verzauberung zu zerstören. Undying Rage, 3 Mana, verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur kriegt +2/+2, kann nicht mehr blocken. Und wenn es auf den Friedhof gelegt wird, kriegt es stattdessen auf die Hand zurück, die Verzauberung. Mater of the Sands, Modern Staple, 1 Mana 1-1, jetzt war es das mal. 1 Mana 1-1, für 1 Mana könnt ihr x weiße Karten aus der Hand vorzeigen und 3x Leben bekommen. Das ist cool. Dann Zenitarium Skeleton, 1 Mana 1-2, für 3 Mana bringt ihr das aus dem Friedhof die Hand zurück. Meh. Death Denied, 2 Schwarze und x, ihr bringt x Karten, x Kreaturenkarten aus eurem Friedhof auf die Hand zurück. Hooting Mandrills, Legacy Staple. 6 Mana, 4-4, Trampeln. Gute Karte, wenn man keine Golfs hat. Derange Assistant. 2 Mana, 1-1. Ihr könnt den tappen, die oberste Karte eures Decks in den Friedhof legen und bekommt ein farbloses Mana. Scoozubus, Scoozbike, Marauders. Jetzt muss ich mal langsam gucken. Token, Foil, Uncommons Rare, und dann müsste das noch eine Common sein. Stitch Drake, 3 Mana 3-4, und wenn ihr den castet, müsst ihr zusätzlich eine Kreatur aus Friedhof exilen, aus eurem eigenen, und mitfliegt. Dann haben wir den Token. Dann müssten das hier die Uncommons sein. Das hier sind die Uncommons. Gut. Appetite of Brains, für 1 Mana Sorcery, guckt ihr euch die Hand vom Gegner an, könnt eine Karte mit Mana kosten 4 oder höher davon exilen. Apprentice Necromancy, 2 Mana 1-1, tappen, opfern, ihr bringt eine Kreaturkarte aus dem Friedhof zurück auf die Hand, ins Spiel, sie bekommt Eile am Ende des Zuges, wird sie geopfert. Brazen Scourger, 3 Mana 3-3 Eile, okay. Und unsere Rare ist Raging Ravine. Ha. Kommt getappt ins Spiel, tappen für ein grünes oder rotes. 4 Mana, das Ding wird zu einer 3-3. Immer wenn es angreift, kriegt es eine +1 Marke. Das ist, glaube ich, der größte Zong, den man in diesem Booster haben kann. Und unser Foil ist nochmal ein Deranged Assistant. Ja, ultimativ hatten wir halt kein Glück. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Sea. Ciao, ciao.